Wir haben gestern bei den Gesprächen mit der CSU den Veränderungswunsch der Bürgerinnen und Bürger klar auf den Tisch gelegt. Leider ist der CSU der Mut ausgegangen, gemeinsam unser Bayern ökologischer, proeuropäischer und menschlicher zu machen. Der CSU hat gestern wirklich der Mut gefehlt, bei den Umweltthemen, beim Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen endlich in die richtige Richtung voranzugehen, die Weichen zu stellen, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Das haben wir bei den Gesprächen deutlich gemerkt. Beim Thema Kampf gegen den Flächenfraß, Kampf gegen das Artensterben, Kampf gegen die Erdüberhitzung war die CSU nicht bereit, einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Auch beim Thema Bürgerrechte schützen kamen wir nicht so ganz zusammen. Wir haben natürlich auch über das verfassungswidrige Polizeiaufgabengesetz gesprochen. Es zeigt sich also erneut, Freiheit und Sicherheit richtig auszubalancieren, ist unsere grüne Aufgabe. Und natürlich haben wir auch das proeuropäische Thema ganz klar nach vorne gestellt. Die Abschaffung der bayerischen Grenzpolizei und das Ende der deutsch-österreichischen Grenzkontrollen wollte die CSU jeweils nicht. Das ist schade, denn wir brauchen ein Europe United und nicht ein Bavaria First. Die CSU hält an ihren Ankerzentren fest und will auch weiterhin in Kriegs- und Krisengebiete abschieben. Das ist keine menschliche Politik. Ich hätte Markus Söder mehr Mut gewünscht, mit uns diesen Weg zu gehen, weil unser Land vor großen Herausforderungen steht und eine andere Politik braucht. Ich hätte mir gewünscht, Markus Söder hätte den Mut gehabt, das Beste aus beiden Welten wirklich zusammenzubringen, Ökologie und Ökonomie zu vereinen, die gesellschaftliche Spaltung endlich entgegenzuwirken und das Gefälle zwischen Stadt und Land auszusöhnen. Das wäre für unser Land der richtige Weg in eine gute Zukunft gewesen.